Ja, seid gegrüßt. Ära, der Herrscher der Khmer, grüßt euch. Und ja, die religiöse Konvertierung hat begonnen. Ja, und wir sind immer noch im Mittelalter unterwegs. Und es sieht halt alles so ein bisschen gängig aus. Ja, wir brauchen noch 3 Sterne. Aber für Baumeisterei, wir müssen noch ein paar Viertel bauen. Es sieht ganz gut aus. Ansonsten hatte ich jetzt gerade eine relativ lange Pause, das muss ich tatsächlich sagen. Ich muss erstmal wieder ankommen. Die Mongolen, oh, sind schon Polen, sind in der frühen Neuzeit angekommen. Okay. Die Angelsachsen haben ein Abkommen geändert. Karte teilen haben sie zurückgenommen. Okay. So, tell me, shall we become closer? Okay, mit denen haben wir A jetzt proposal as tatsächlich. fair as a. Mit denen haben wir jetzt eine Allianz. So, dann haben wir nämlich hier erstmal ein bisschen Ruhe an der Front. Das finde ich ganz schön. Und dann können wir uns hier in Ruhe mal mit denen hier unten auseinandersetzen. Aber das werden wir perspektivisch machen. Ja, wie gesagt, es ist jetzt eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie der Status ist. Wo sind eigentlich meine Armeen? Habe ich überhaupt Armeen? Und wenn ja, wie viele? Städte hier. Streitkräfte. Wir haben ein Regiment stationiert. Die haben wir auch stationiert. Hier so ein paar Reiterchens. Okay, mehr haben wir gar nicht. So, Sipa. Stabilität ist richtig gut. Ist die Frage, wie sieht es denn hier aus? In 2 Runden kriegen wir 9 Bürger. Bin am Überlegen, ob wir jetzt mal hier so ein bisschen Aquädukt bringt 20 Stabilität, dass man hier vielleicht nochmal. Industrieviertel mitten rein. Hier unten könnten wir auch eins hin tun. Tja. Nee, das lohnt sich nicht so richtig. Das lohnt sich nicht so richtig. Forschung ist tatsächlich auch nicht so richtig cool. Hier könnten wir so ein Forschungsviertel hinbauen. Ich glaube, das machen wir mal. Genau, und dann werden wir uns mal hier mit dem Infrastrukturkram beschäftigen. Die Menschmaschine. Die weltbestaunlich vielen Bauprojekte, die euer Reich schnell wachsen lassen. Um das Tempo beizubehalten, müsst ihr für genug Arbeiter sorgen. Ja. Sklaven, kriminelle Sklaven, dann gibt es Vergnügungsviertel, kriegen dann ein bisschen mehr Bonus und wir rutschen in Richtung Welt oder wir nehmen Kriegssklaven. Bevölkerung bei Plünderung, nee, ich will gerne Kriminelle. I hope you don't start altering law enforcement practices just to get your production quotas filled. Doch, doch, doch. Das finde ich gut. Ich finde, wer hier Mist macht, der muss dann auch die Strafe dafür tragen. So. Moche, wie sieht's denn hier aus? Wir haben 265 Industrie und relativ wenig Nahrung. Mir fehlen noch diese ganzen Dinge. Wir machen das mal und dann bauen wir tatsächlich nochmal hier so ein. Oh ja, hier nochmal so ein Industrieviertel. Dann wird das schon werden. Militärische Architektur. Betrachtung von Gebäuden aus militärischer Sicht führt zur Entwicklung teuflischer Verteidigungsanlagen und schlagkräftiger Waffen. Oh, jetzt gibt es hier unsere Elefanten. Das ist unsere Spezialeinheit. Ich glaube, das sollten wir dann tatsächlich mal zuschlagen. Okay, was brauchen wir? Feudalismus bringt Fruchtfolge. Kolonie-Modell ist auch ganz geil, denke ich. Theologie ist auch gut. Wir fangen mal damit an und machen dann das. Und wir müssen jetzt mal ein bisschen Richtung Forschung kommen, denke ich. Da hängt es ist ein bisschen draußen, finde ich, so gefühlt. So, Bevölkerungszunahme in Babylon, sehr gut. Notre Dame. Hey. An impressive achievement built at a time when scientific inquiry and growing faith marched hand in hand. Guck dir das an. Das ist Notre Dame, Freunde der Sonne. Hoffentlich möge das Original auch bald wieder erstehen. Das wäre ganz nett. So, was haben wir denn hier? Aerapolis. Ich muss auch mal ein bisschen gucken, dass die Stabilität so ein bisschen passt und Essen und so. Jetzt machen wir hier auch mal das.
Und dann würde ich hier tatsächlich mal so ein Vergnügungsviertel reinknallen. Und dann machen wir hier ein Industrieviertel hin. Ich denke, das ist okay. Existenzielle Gräben. Das Land ist von nationalen Untersuchungen der Natur begeistert und in vielen Städten lassen sich Wissenschaftler und ihre Labore nieder. Ihre Kenntnisse bringen Segen, stimmen aber nicht mit den religiösen Wahrheiten überein. Wie wollt ihr sie interpretieren? Erstmal gar nicht. Wissenschaft auf heilige Stätten. Heilige Stätten bringen Glauben und Stabilität. Oh, nee, dann müssen wir schon hier kompatibel machen. Aber ja, müssen wir erstmal gucken. Wir haben gerade echt ein bisschen wenig Einfluss. Vielleicht sollte man da mal schauen, dass wir Richtung Einfluss noch ein bisschen was auf die Kette kriegen. Landwirtschaftsstern. Bevölkerung wächst. Sehr gut. So. Ein Schmiedeviertel. Angelsachsen haben die Einstellung geändert. Hilfsbedürftig. So, was haben sie denn? Nun kann ich denen noch irgendwas abkaufen? Edelstein. Nehmen wir noch ein paar. Gut. Machen wir hier eine Zollunion draus. Here is a proposal to get your Okay. heart. Okay. Wollen sie nicht. So, Babylon. 150, 517 Industrie. Nahrung. 43. Also es wäre tatsächlich die Frage. Industrie ist super. Stabilität ist auch geil. Das muss man auch mal festhalten. Jetzt wäre die Frage, wir können hier noch so einen heiligen Steinkreis bauen. Das würde ich tatsächlich hier so an die Küste stellen. Einfach so, damit wir einen haben. Und dann gucken wir mal, wie wir hier mit ein bisschen Nahrung noch rankommen. Vielleicht hier drüben noch mal so ein bisschen. Oh ja, hier. Das machen wir auf jeden Fall. Und dann könnte man hier. Vergnügungsviertel reinstellen. So machen wir das erstmal. Ein paar Viertel bauen. Ja, Moche. Ja, Moche ist tatsächlich so ein bisschen hinten dran. Wir machen mal ein bisschen diese Industriegeschichten hier. Mal ein bisschen Infrastruktur bauen. Der Feudalismus ist erforscht. Wenn Krieger Vasallen eines Herrschers werden und Ländereien für ihre Dienste erhalten, können die Bauern das Land bewirtschaften und behalten Schutz. Sehr gut, neues Wunder kann beansprucht werden. Schon wieder. Die Teutonen haben gegen uns eine neue Einstellung. Sind das jetzt. Come, Ne, es sind immer relax. noch die Angelsachsen. Was können wir denn beanspruchen? Die verbotene Stadt. Kriegsunterstützung durch Krieg. Glaube, Stabilität, Runden bis zur Konvertierung zu einer anderen Legion. Und mehr gibt's nicht. Dann nehme ich die verbotene Stadt. Dann machen wir das. Ein bisschen Kriegsunterstützung ist ganz nett. Sipper. 371 ist tatsächlich, finde ich, auch noch nicht so geil. So, jetzt habe ich tatsächlich so ein bisschen vergessen. Sipper unsere Hafenstadt? Ich glaube schon. Ja, Sipper ist das mit dem Hafen. Insofern werden wir hier mal. Der Hafen nicht ins tiefe Wasser. Wir bauen trotzdem mal so eine Dreierflotte hier. Und dann machen wir mal hier hinten noch ein bisschen weiter. Und werden vielleicht dann nochmal in Richtung Industrie hier nochmal. Oh ja, 23, das ist gut. Nochmal 23 Industrie raufpacken, finde ich gut. Großer Fan. Bevölkerungszunahme in Sipper. Ja, wir haben ein Sternchen geholt. Jetzt sieht es doch schon ganz gut aus. So, der Eradismus. Wir können einen neuen Stufe 3 plus auf Allianz plus 20 Trägheit auslöschen plus 15 Industrie auf Hauptplatz. Ist halt auch ganz geil. Völlerei meiden. Bewegung. Aha. Täglich missionieren.
Einfluss auf Vergnügungsviertel ist halt auch ganz cool. Wir machen mal das hier. Trägheit auslöschen, das finde ich ganz geil. Okay. Noch mal ein bisschen in die Industrie You reinmarschiert. should listen to this. This from you could be interesting. Ja, We've machen wir set mal. and we've Nicht-Angriffspakt mit den Teutonen, denke ich, ist okay. Das kann man machen. Das finde ich ist in Ordnung. What concerns you today? Mit denen da unten, das sieht halt tatsächlich ein bisschen anders aus. So, okay. Mal mit meinen Bötchen ein bisschen losfahren. Mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas schon erkundet kriegen. Genau, hier habe ich noch eine Garnison. Gebiet Proxima Centauri zu neuer Religion konvertiert. Was haben die jetzt für eine Religion? Megenpolytheismus. Okay. Das ist halt tatsächlich gerade ein wenig. Ja. Oh, wir schauen mal, was es da so gibt. Da auf dem Meer gibt es auf jeden Fall auch Dinge zu entdecken. So, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal so ein bisschen unsere Runden drehen hier. So. Nahrung sieht gut aus. Ja, Wissenschaft. Wir machen mal hier diese ganzen kleinen Wissenschaftsdinger, die Einflussgeschichten. Und dann wird es mal die verbotene Stadt werden. Die Frage ist, wohin? Irgendwo hier ins Niemandsland. So. Denke, das kann man machen. Baumeisterstern freigeschalten. Das heißt, wir könnten jetzt aufsteigen. Die können ganz schön weit fahren hier, diese komischen Schrimmkutter hier. Das ist nicht schlecht. So, also, was haben wir denn hier? Aerapolis. Ja, hier ist halt industriell, hängen die tatsächlich so ein ganzes Stück weit hinterher. Nahrung sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir werden hier mal einfach den ganzen Industriekrempel da mal reintun. Ja, und diesen Wissenschaftskram brauchen wir am Ende auch. So, neue Kultur. Wir gucken mal, wie sieht denn das aus? Ja, warte mal, frühe Neuzeit. Ich wollte eigentlich eher genau hier hin. Wir haben das abgeschlossen. Das ist wichtig. Diese Baugeschichten. Wir könnten. Oh, hier kriegen wir noch einen Stern noch bei einem erforschen. Das sollte man noch machen, definitiv. Das sollten wir noch machen, denke ich. Nee, da warten wir noch drauf. Also eine Forschung abschließen sollte uns ja definitiv noch gelingen. Finde ich. Theologie, siehst du, zack. Polen und den Angelsachsen haben ihren Krieg beendet. Siehst du, da haben wir nämlich nur einen Wissenschaftlerstern. So, und dann können wir jetzt aufsteigen. Jetzt ist die Frage, was haben wir denn hier? Die Holländer. Das hatten wir das letzte Mal. Geld für Bevölkerung. Dieses Marktviertel und diese Fleute, Seetransporter, erhöhtes Bewegungstempo, Stau des Zuges im verbündeten Gebiet. Fernkampfeinheit zum Angreifen, Sichtlinien benötigt. Drei Master erforschen. Ersetzt Einheiten beim An Bord gehen. Die aus dem Niederländischen, ja, ist die Frage. Ist halt die Frage, kann ich mit der Fleute das Meer überqueren? Das wäre auf jeden Fall eine Idee. So, was haben wir noch als nächstes? Die Haudenosaunee. Das ist Nahrung. Ja, oh, wow, das wollte ich nicht. Da gibt es hier die Rotisken-Rakete. Okay. Also quasi ist das ein Indianerstamm. Die können dann die drei Schwestern bauen. Da gibt es ganz viel Nahrung, Bauernviertel, Nahrung, Nahrung, Nahrung. Ich will es nicht, brauche ich vielleicht nicht. Die Josion. Plus drei Wissenschaft auf das Feld, das Wissenschaft produziert. Das ist schon ganz geil. Dann das Seowon bringt Einfluss, bringt Wissenschaft.
plus Wissenschaft für Forschungsviertel angrenzend auf Stadt- oder Außenposten plus eins Wissenschaft auf Forscher plus einen Forscherplatz zählt als Forschungsviertel. Bringt halt noch Einfluss und wir kriegen hier dieses Geobuxeon. Geschützstand, keine Spezialregeln, erhöhtes Bewegungstempo. Also ein Schiff. Das ist die Wissenschaftsabteilung. So, dann haben wir hier die Ming-Chinesen. Großsekretariat, Verordnung ist günstiger. Großes Teehaus, Einfluss pro Bezirk. Stabilität, Einfluss pro Bezirk angrenzend. Das Ding ist echt mächtig. Hier kannst du richtig Einfluss schöpfen. Es sind halt auch Ästheten. So, und die machen Raketenwegen. Schwere Waffe, finde ich tatsächlich. Die Waffe finde ich ziemlich bescheuert. Das, hier ist das Haus genial. So, was haben wir hier? Die Mogulen, das sind wieder Baumeister. Die können noch mehr Elefanten-Action. Okay, MG-Schütze bewegen und feuern. Yama Masid, Industrie plus Arbeitereinfluss. Schwierig. Also das ist halt nochmal die Mogulen aus Indien, die wollen nochmal richtig wissen. Die Osmanen. Expansionisten, hier gibt es Janitscharen, also eine Fernkampfeinheit, die blaue Moschee, Übermacht des Feuers, minus 50% auf schwere Waffen, Glauben pro Bezirk, finde ich nicht so geil, Spanier, auch Expansionisten, Ruhm und Ehre, gotische Kathedrale, noch mehr Glaube und Konquistatoren, das interessiert mich tatsächlich nicht, die Japaner der Edo-Zeit. Das ist wieder so eine Ästhetentruppe. Mit Samurais. Und die Venezianer sind Händler. Das Redekünstler. Die können. Oh, die Artist. Die 4 Einfluss plus Geld zählt als Marktviertel. Einfluss pro Marktviertel angrenzend. Und die haben die Galeasse. Na, bessere Kampfkraft in Küstengewässern. Wir werden die Ming-Chinesen nehmen. Ich will dieses Teehaus. So, Freunde. Ui, das ist meine spannende Klamotte. Ja, wir nehmen die Ming-Chinesen, aber auch ohne den Raketen. Das, die Raketen wegen halte ich für relativ sinnfrei. Aber diese Teehäuser finde ich ziemlich gut. So, jetzt schauen wir mal. Ein Wrack. So, Zipper. Was, wie sieht es denn hier aus? Industrie sieht gut aus. Und trotzdem werden wir jetzt in Zipper mal hier diese ganzen kleinen Dinge tun, die man mal so machen müsste. So, Moche. Was ist das hier? Holzkohlemeiler. Ja, wir müssen mal hier den ganzen kleinen Krempel jetzt mal einspielen hier. Das ist jedes Mal der gleiche Rotz. So. Fügt dem nichts Nützliches hinzu. Technologie. Hochseefahrt. Kogge. Ja, das will ich. Und dann machen wir mal die Ritter. Geography. Cartography. Oh, jetzt geht's in die frühe Neuzeit. It's a time of discovery and exploration. But discoveries are not made solely by traders and adventurers. Those who explore with ships and caravans would go in circles without those who explore with pens and parchment. Was für schöne Schiffe. Will the world remember Ming China for its caravans carrying brilliant ceramics? Or for its hunger for the territory those caravans traversed. Eieieiei. Ja, aber jetzt mal richtig Einfluss. Jetzt ist das Ziel, mal richtig in den Einflussbereich zu kommen. Jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Du fährst mal in den Hafen, dann kann man das nämlich vielleicht dann aufwerten. Ah nee, da muss ich erst noch die Kogge aufforschen, Entschuldigung. So. Aber trotzdem, das war gut. So. Ansonsten gerade nichts zu tun. Wir sind jetzt Ästheten. Ja, und wir werden jetzt erstmal überall diese Teehäuser bauen. Bevölkerung in Babylon hat zugenommen. Auf großer Fahrt ist gesperrt. Ach Mist, da hat schon jemand die Welt umsegelt wahrscheinlich. Die Teutonen. Ja, machen wir.
Das machen wir, das ist okay. Allianz. Allianz. Teutonen. My people will profit from this proposal. We accept. The largest body of fresh marvelous like the first rays of daylight. Oh, jetzt haben wir aber ganz viele Sachen entdeckt. Stay for the night and see the blue fire. Ja, weil wir jetzt Karten ausgetauscht haben. Wo sind sie denn? Jetzt lassen wir mal. Hier drüben sind wir. One of your competitors garnered a lot of fame building that monstrosity. Oh Gott, guck dir das mal an, da ist nicht mehr viel zu holen. Die Teutonen sind quasi schon im Eimer. Ach Mensch. Das ist natürlich nicht so. Also die sind definitiv nicht so stark, dass man sich da irgendwie... Ja, dass es sich lohnen wird. Aber es ist egal. So. Bevölkerung hat zugenommen. Wir haben einen neuen Groll. Was heißt... Abkommenvorschlag abgelehnt, verzichten wir. I don't hold grudges. Well, I will not stand for this behavior. Oh, sehr gut. Die haben nachgegeben, sehr schön. Sehr schön, das war gut. Weil wir müssen jetzt auch ab und zu mal ein bisschen hier unsere Forderungen durchsetzen. So. Ja, und wir müssen jetzt unbedingt mal in diesen Forschungsbereich reinkommen. Also es wird jetzt Zeit, dass wir mal in einer Stadt hier uns wirklich mit der Forschung auseinandersetzen und da mal wirklich im großen Stil Forschungsviertel reinklatschen. Das wäre jetzt mal dran. Ja, Babylon am Ende des Tages. Ende des Tages. Aber schöne Musik habe ich jetzt bekommen hier als Ming-Chinese. You have unlocked seafaring. Ah, to safely travel the dangerous, hungry oceans. You can cause trouble anywhere you want now and have a better chance of getting away with it. So, na dann. Ah, ich bin genau ein Feld zu weit gefahren. So, dann können wir nämlich... Ah! Das passiert mir auch die ganze Zeit. Zusammenschließen, bitte. Okay, sehr gut. Okay. Super, jetzt das große Teehaus. 31 Einflussfreunde. Hier geht's hin. Hier nehmen wir noch eins hin und hier mal eins hin. So, die kommen jetzt hier mal im großen Stil. Mochi. Wir bauen jetzt Teehäuser. Das ist echt geil. Mhm. Und wir können schon wieder ein großes Monument. Not only was it a palace for two dynasties and 14 emperors, the Forbidden City was rumored to contain 9999 rooms. Sehr gut. Wir haben gerade die verbotene Stadt gebaut. Das passt ganz gut. Die Achämeniden haben euch gegenüber eine andere Einstellung. Tja, Freunde. Weiß nicht, ihr seid auch noch so ziemlich im am Arsch, würde ich behaupten. Ach so, die sind bloß ein Vasall. Okay, dann ist es eh egal. So, dann haben wir hier die verbotene Stadt gebaut. Nee, wo haben wir die denn gebaut? Irgendwo in der Walachei wollte ich die haben. Das ist sogar hier. Stell dir vor, du baust ein Weltwunder und vergisst komplett wo. Das ist manchmal auch ein bisschen ärgerlich. So, dann werden wir hier mit unseren Schiffen weiterfahren. Und dann werde ich jetzt mal... So, was ist denn das hier für eine Einheit?
Wollen wir mal gucken, ob wir mit denen dann vielleicht mal schauen, ob ich die vielleicht übersetzen kann. So, jetzt. Nahrung sieht gut aus, Industrie sieht okay aus, Wissenschaft ist nach wie vor ein Thema. Moche. So, haben wir hier noch einen Platz für ein Teehäuschen? Hier. Also das allererste ist jetzt tatsächlich erstmal Teehäuser bauen. Dass wir jetzt hier den Einfluss, den pushen wir jetzt einfach jenseits von Gut und Böse. Oh, die Basilius-Kathedrale aus Moskau. Finde ich, ich glaube, schwierig. Topkapi-Palast. Stabilität, Stadt oder Außenposten, 0% Produktion für gemeinsames Projekt. 5% Industrie. Einfach so. Taj Mahal. Geld auf ruhige Stadt. Wir nehmen mal die da. Einfach weil ich mal schauen will, was das bringt. So. This is pleasing. Wir teilen mal die Sicht. Das ist auch okay, kann ich gut mitleben. Jetzt ist die Frage, komme ich mit den Schiffen hier aufs Meer? Das ist mein. Werde das jetzt mal probieren. Schauen wir mal. Dann fahren wir mal da runter. Aber es ist halt tatsächlich hier. Ich glaube, von hier aus müssen wir dann mal eine Expedition starten. So. Aerapolis. Hier brauchen wir das 38. Jawohl. 38 Einfluss. So, kann ich hier noch irgendwo eins bauen? Ach, hier auf der Insel. Hier noch, genau. Erstmal Teehäuser. Wir spammen jetzt einfach Teehäuser. So, jetzt ist. Ah, ja, alles gut. Okay. Leider noch nicht so richtig machbar. So. Übel Küste. Also es ist ja tatsächlich ganz schön hier mal drumherum zu fahren, aber so richtig vorwärts bringt uns halt noch nicht. So, was haben wir denn hier? Aerapolis. Teehäuschen bauen wir. Hier. Alter, die bringen Einfluss. Das ist einfach absolut unklar. Das ist einfach absolut unklar. Und dann werde ich hier auch mal eine Garnison bauen. So. Baumeisterstern gibt's. Also ich sag mal, Einfluss läuft. 658 pro Runde mache ich jetzt. Und wenn die Teehäuser werden gleich alle durch die Decke gehen, dann sieht die Welt ganz anders aus. Babylon, jetzt. So, wo haben wir denn in Babylon mal ein paar schöne Fleckchen für so ein schönes Teehaus? Nee, hier oben. Hier? Nee, da muss ich auch was wegreißen. Machen wir trotzdem. Kann ich noch irgendwo? Hier. So machen wir das. Und dann bauen wir hier mal so ein Wissenschaftsding hin. So. Sipa, ja. Okay, in Sipa machen wir jetzt erstmal zwei Elefanten. Und das hier. Ich muss nämlich erstmal ein bisschen jetzt meine Truppen mal ein bisschen vorwärts bringen. Hier müssten wir mal was mit der Stabilität unternehmen. Ich brauche hier mal einen Steinkreis. Und dann bauen wir mal hier drüben so ein Forschungsviertel. Ja, so Stück für Stück.
Aber jetzt geht's los. Ritterlichkeit erforscht. Ein Moral- und Gesellschaftssystem, das die Verhaltensregeln für Ritter und andere Adlige verbindet und die Konzepte von Ehre und Treue hinter einem Herrscher gegenüber begründet. Turnierplätze und Ritter können wir bauen. Okay. Großer Fan. So. Du gehst hier zur Armee. Armbrustschützen, ja. Mit euch fahre ich mal hier rüber und dann gucken wir mal. Ich will jetzt gerne... Naja, wir brauchen dann mal irgendwie Hochseetransporter. Das müssen wir definitiv dann als nächstes mal angehen. So, schauen wir mal. Technologie. Schmiedestahl. Industrie auf Schmiedeviertel. Das bringt uns natürlich übel vorwärts. So. Drei Master ist das nächste. Seetransporter. Dass wir mal irgendwie Kolonisierung in den Griff kriegen, wäre der Plan. So, dann haben wir nämlich hier. Wir müssen jetzt mal ein bisschen losschauen, was hier noch so kommt auf der Welt. Weil Fakt ist, hier unten ist, ja, irgendwo in dem Bereich, würde ich behaupten, muss ja noch was sein. Hier ist alles nur Arktis. Angelsachsen haben eine andere Einstellung. Ruf als Händler. So, okay. Ihr geht mit hier rein. So. Ja, gut, Freunde. Die große Fahrt hat begonnen. Die Ming-Chinesen bauen Teehäuser ohne Ende, was ich ganz schön finde. Und ja, wir werden schauen, wie es dann beim nächsten Mal weitergeht. Stabilität 100% sieht super aus. Babylon ist auch bei 100%. Das war mir wichtig, dass wir da so ein bisschen zu Potte kommen. Erapolis ist auch in Ordnung. Und super passt. Also das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm. Stabilität haben wir ohne Ende. Das ist alles cool. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.